Leute, Stadibadi ist zurück und zwar, wir sind hier heute im Muskelwerf-Simulator. Und zwar, ihr seht schon, was wir hier machen müssen. Und zwar, wir müssen hier erstmal die Hantel Leute? Leute, was ist das für ein Haustier hier? 2000 Robux. 2000 Robux, wollen wir uns das holen, Leute? Ich muss, glaube ich, noch mal ein paar Robux aufladen. Ich könnte es mir kaufen. Aber wenn ihr wollt, dass wir uns das holen in diesem Video, lasst auf jeden Fall jetzt ein Like und ein Abo da und guckt das Video bis zum Ende. Dann holen wir uns auf jeden Fall dieses kranke OP-Pad, Leute. Und dann werden wir wahrscheinlich richtig weit werfen. Und zwar, wie funktioniert jetzt der Simulator? Ganz einfach, Leute. Wir müssen hier erstmal Hantelscheiben einsammeln. Und diese Hantelscheiben machen uns logischerweise stärker. Ihr seht hier unten, wir haben jetzt aktuell gerade eine Stärke von 800 Power. Und wir gehen jetzt gleich auf eine Stärke von 1000 hoch. Und das hat den Vorteil, Leute, natürlich, umso stärker wir sind, umso weiter können wir Gegenstände werfen. Und hier kommt es darauf an, die Gegenstände so weit wie möglich zu werfen. Und zwar, wir stellen uns jetzt hier hin, Leute, und wow! Ja, Leute, das war jetzt zwar hoch, aber nicht weit. Also, ja, das war jetzt eher nicht so gut gewesen. Also, ihr seht, Freunde, wir schmeißen zwar richtig hoch, aber nicht so weit. Und wir kriegen dafür Münzen. Und mit diesen neuen Münzen, die wir jetzt haben, können wir uns natürlich krassere Haustiere holen. Und wir können uns neue Items freischalten, wie zum Beispiel schwerere Gegenstände. Ich habe jetzt gerade die Galaxie, Leute, weil ich Premium habe. Und als Premium-Spieler kriegt man halt immer in manchen Simulatoren einige Vorteile. Und das ist halt das Gute. Ich sag euch ehrlich, wir müssen weiter. Guck mal, wir können uns nicht mal das erste Haustier holen. Nämlich, wow, was sind das hier für krasse Haustiere? Bro, die sehen heftig aus. Also wir können jetzt hier noch ein bisschen mit der Galaxie rumwerfen. Aber die ist eigentlich, also ich sag euch ehrlich, ich weiß nicht, hier Wiedergeburt brauchen wir noch. Entwickeln. Wir können Haustiere entwickeln. Wie cool ist das denn gemacht? Okay, hä? Was ist hier mit meiner Stärke? Ich muss, glaube ich, hier Stärke einsammeln. Ach, okay. Okay, es ist gerade hier so eine Bonus-Round. Jetzt muss ich erstmal wieder Stärke einsammeln. Was ist das denn hier? Oh, okay. Das reicht mir jetzt, Leute. Ich hole mir den Magneten. Koste es, was es wolle. 299 Robux juckt dich. Zack, rein hier, Magnet. Und dann müssen wir hier nämlich nicht mehr so doll rumlaufen. Zack, Magnet, mach mal hier. Oh ja, Leute. Guckt euch das an. Die Gewichte kommen automatisch zu Stunny Bunny. Ey, eigentlich müssten wir uns VIP holen. Warte mal, ich hole mir VIP. Reicht mir jetzt hier, Leute. Wir holen uns VIP, dann bekommen wir Zugriff zu der VIP-Arena und in jeder Zone bekommen wir einen stärkeren Boost. Okay, das hört sich auf jeden Fall sehr nice an. Ich hole das mal VIP hier, zack, Leute. Und dann haben wir hier nämlich die VIP... Oh mein Gott. Oh mein Gott, okay, das ist krass. Das ist krass, Leute. Die Gewichte fallen hier vom Baum, aber dadurch sind wir gerade schon echt ordentlich stärker geworden. Und ich würde mal sagen, Leute, lasst uns mal anfangen zu werfen. Let's go! Ja, okay. Also, irgendwie werfen wir nicht so weit. Wir sind halt noch komplette Loser. Guck mal, wie weit dieser Typ wirft, Leute. Wir müssen 100 Kilometer werfen und wir werfen gerade mal 150 Meter. 150 Meter. Ey, Bro, so brauchen wir ja ewig lang. Aber warte mal, warte mal, warte mal. Ich habe jetzt 1700, Leute. Warte mal, ich werfe nochmal. Wir können uns jetzt gleich auf jeden Fall das erste Haustier holen oder sogar die ersten beiden Haustiere. Oh, ja, ja, ja. Safe. Geil. Okay, die ersten beiden Haustiere, Leute. Let's go. Und. Was ist drin? Blaue Blase. Kumpelblase ist das Schlechteste. Danke für nichts. Wir kriegen mal wieder das Schlechteste. Oh! Selten! Sehr stark, Leute. Ich finde, die Haustiere sehen... Oh, Bro, wie krass sehen die Haustiere bitte aus? Was sind denn das für OP-Haustiere? Holy moly, Macaroni. Ey, guck mal. Nein. Guck mal, was ich jetzt gerade für eine Stärke habe. Wollen die mich veräppeln oder was? Junge, wir haben gleich eine 10.000er Stärke. Und das durch zwei krasse Haustiere. Und das ist nicht mal ein gutes Haustier. Überleg mal, wir würden ein seltenes Haustier bekommen, aber... Ja, 1000 Meter werfen wir jetzt. Das ist ganz gut, Leute, muss ich sagen. Also ist okay, 2000 Münzen. Wir gucken uns das mal hier ein bisschen genauer an. Da ist der Start und wir werfen, boom, über 1k Klötze. Ich sag ehrlich, ist okay. Ist okay, ist nicht gut. Ist okay, Leute, ist okay. Dafür, dass wir hier den Planeten werfen, weil ich kaufe mir jetzt erstmal hier neue Items, Leute. Ich kaufe jetzt mal 50.000.
ich kaufe mir lieber doch erstmal ein neues Haustier. Ich hole mir erstmal hier weitere Haustiere. Die können wir ja auch upgraden. Kumpelblaue Blase haben wir hier nochmal. Ich will aber ein bisschen was Selteneres bekommen. Komm, grüne Blase passt zu Stunnybunny, ist aber auch nicht selten. Ich brauche mal eine seltene Blase. Welche Lieblingsblase hättet ihr? Oh, die epische. Die legendäre sieht heftig aus. Sag euch ehrlich, legendär wäre krass. Komm, gelbe ist nochmal gut. Sehr gut. Gelbe. Und blaue. Warte mal. Kann ich die jetzt upgraden? Oh mein Gott, ich habe die geupgradet. Warte mal. Entwickeln. Aber es bringt doch nichts, das Entwickeln. Hä? Weiß ich nicht, Leute. Aber ich habe jetzt auf jeden Fall 15.000 Power. Jetzt mache ich hier nochmal ein Dings auf. Ist egal, okay. Ich wollte eigentlich werfen hier, aber ist egal. So, und wir werfen jetzt, Leute, 1.000. Ja, ist auch noch nicht weit. Weil guckt mal hier unten. Wir sind wirklich noch absolut am Anfang. Also wir sind noch der komplett schlechteste Spieler EU West. Ich check's nicht. Wir sind ja absolut verloren. Aber ich habe ein neues Haustier. Aber habe ich gerade. Ja, Bro, das ist ja frech, Leute. Das ist ja wirklich, wartet mal. Ich brauche hier, glaube ich, mal ein besseres Upgrade. Ich glaube, wir müssen uns mal OP Robux Ei. Gibt's hier? Okay, was ist das hier? Missionen. Mhm. Okay, Missionen. Das sind auch so kleine. Benutze den Code FreePad, Leute. Wo kann ich denn hier einen Code eingeben? Code FreePad, okay, warte mal. Hier bestimmt unten bei... Ja, wo kann ich den denn nutzen, Bro? Da steht, nutze den Code FreePad und ich krieg... Ach, hier, FreePad, warte mal. FreePad. Hä? Okay, warte mal, ich schreibe mal groß. FreePad. Wir haben FreePad bekommen! Yo! Das ist sogar OP, Leute. Yo, was? Das ist ein OP-Pad? Als ob, Leute. Als, guck mal, was wir jetzt hier auch an Power machen. Also jede Runde resettet sich irgendwie die Power. Deswegen müssen wir echt aufpassen, dass wir halt gute Haustiere haben und uns davon echt gute Haustiere holen, dass wir hier gut upgraden. Aber wir sind jetzt schon wieder bei 13.000. Unsere Basis ist bei 9.000 durch die guten Haustiere, die wir haben. Und damit werden wir richtig weit werfen können. Ich würde jetzt sogar sagen, wartet mal, ich hole mir mal was Besseres. Ich hol mir mal doppelte Münzen, Leute. Doppelte Münzen muss sein. Das ist das Standardding. Das ist das Standardding, ist das. Ich muss gleich Robux. Ich lade gleich 25.000 Robux auf. Ist egal. Ist mir egal. Sag ich ehrlich, Leute. Ist mir egal. Zack, hier. 1600 Meter ist okay. Ja, ist okay. Aber ich sag euch ehrlich, wisst ihr, mit was ich noch nicht so zufrieden bin? Wir kriegen zu wenig Geld. Bro, um das nächste Ei aufzumachen, Leute, brauche ich 200.000. Wo soll ich denn 200.000 Power hernehmen? Das kann doch gar nicht wahr sein. Da muss man sich doch ein Robux-Ei holen. Oder da muss man sich ein bisschen Geld holen. Ich hole mir... Wisst ihr was? Hier, lasst ein Like und ein Abo da, Leute. Das erste Robux-Ei in dieser Folge. Es werden noch weitere Folgen. Ich hoffe aber, ihr supportet. Komm, Leute, komm. Supportet, jetzt. Let's go. Oh, warte mal, Wiedergeburt? Wiedergeburt, 50 Millionen Münzen. So viel haben wir ansatzweise noch nicht. 25.000, Leute. Also das Robux-Pad sieht cool aus, aber 25.000 für ein Robux-Pad? Boah, ich weiß ja nicht. Ist okay, ne? Ist okay. Aber ihr seht auch, wir kommen jetzt nicht ultra krass ran hier. Also... Brauchen wir vielleicht die neue Items? Ich glaube, ich muss mir mal neue Items freischalten. Aber die sind auch sehr teuer. Und wir haben schon ein relativ gutes Item mit der Galaxy. Also das haben die. Ich sage euch ehrlich, den Simulator haben die auf jeden Fall nicht einfach gemacht. Den haben die nicht einfach gemacht. Und wir haben schon einiges hier im Robux Store ausgegeben. Aber ich kaufe mir jetzt... Doppelte Stärke noch. Doppelte Stärke, Leute. Doppelte Stärke auf meinen Nacken, Leute. Dass wir hier noch... Guck mal hier. Jo, jetzt sind wir gleich bei 100.000. Jo, okay. Jetzt nimmt das hier langsam... aber hier ordentliche Gestalt an. Und wir werfen direkt 7, 8, 9.000, 10.000. 41.000 Münzen. Yo. Okay.
Okay, 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 das ist sehr gut. Leute, wir müssen jetzt wirklich hier noch weiterwerfen. Ich werde jetzt Autowurf anmachen. Wir werden jetzt noch die kompletten 2 Minuten komplett Münzen farmen. Und wenn ich die Münzen voll habe, werde ich gleich krasses Pack-Opening machen mit dem 200.000 Eckei. Das wird heftig. So, ich habe jetzt echt gut Cash gemacht, Leute. Wir haben 768.000. Und ich kaufe jetzt direkt hier das nächste beste Ei, Leute. Ich hoffe, dass wir hier mal ein bisschen was Besseres rausbekommen. Grüne Pyramide. Müll. Grüne Pyramide, wer will das? Junge, blaue Pyramide. Hä? Ach, der wirft gerade, Leute. Ich muss hier Autowurf ausmachen kurz. Ja, ich wollte jetzt eigentlich noch nicht loswerfen, weil wir haben jetzt auch noch gar keine Power. Guck mal, unsere Power war gerade bei 200.000 und jetzt ist gerade unsere Power absolut schlecht. Also, ich will hier erstmal nochmal hier meine kompletten Coins. Blaue Pyramide, okay. Und das war's gewesen. Super. Was? Das meinte ich, Leute. Das meinte ich. Guckt euch das an. Das meinte ich. Das Robux-Haustier haben wir bald eingeholt. Und das Robux-Haustier hat mir 300 Robux gekostet. Für nix. Aber dafür gucken wir unsere Power an. Yo, wie hoch die Power geht. Wir sind gleich auf 200.000. Ich sag euch ehrlich, ich werde jetzt erstmal hier... Wir sind sogar aktuell erster Platz. Krass. Okay, ich werde aber jetzt erstmal noch weiter Gewichte einsammeln. Beziehungsweise wir können eigentlich auch hier mal werfen. Mal gucken, wie weit wir kommen. Hier unten, Leute, sehen wir uns. Und, oh, wir schaffen doch nicht mal ein Viertel. Was? Aber, oh Gott. Junge, wir haben 260.000, das ist nice. Ich frage mich nur, was dieses Entwickeln... Also, das Entwickeln habe ich noch nicht ganz so gecheckt, Leute. Das geht irgendwie noch nicht so. Autowurf kurz aus. Dann können wir nämlich hier hoffen, dass wir mal ein besseres Haus hinbekommen. Wenn nicht, dann müssen wir halt auf das 5-Millionen-Eck sparen, ne? Das ist halt... Gelbe Pyramide. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein, das ist frech. Die gelbe Pyramide ist genauso krass wie unser Robux-Ei. Das ist so frech. Ich kaufe mir jetzt noch mal 2 extra Haustiere, glaube ich. Ja, hier 409. Ne, 2 extra Haustiere holen wir uns noch. Gibt es das hier auch einmal? Ne, 2 extra Haustiere holen wir uns. Ich muss gleich Robux aufladen. Ist egal, das werden wir gleich machen in der Pause hier. Wenn ich Auto... Oh Gott, wir sind bei 300.000. Bei 300.000, jetzt gehe ich nach vorne. Jetzt ist, wartet mal, jetzt hier alle Haustiere ausrüsten. Jetzt ist vorbei. Jetzt ist over. Jetzt ist over. 400.000. Ich bin gespannt, wie weit wir kommen. Wir sind safe, erster Platz. Locker erster Platz, let's go. Erster Platz. Oh mein Gott, der eine Typ. Nee, okay, erster Platz schaffen wir nicht. Der eine Typ wirft zu weit. Ich habe keine Ahnung, was der Typ hat, aber der wirft echt zu weit. Aber wir machen jetzt pro Wurf, das muss man sich auch mal überlegen, wir machen jetzt pro Wurf 200.000 Münzen. Davon können wir uns erstmal neue Items kaufen. Das kaufen wir, das ist aber noch alles, brauchen wir alles noch nicht, Leute. Das ist alles noch schlecht. Aber gleich, ich würde halt erstmal auf Items gehen, weil die Galaxie ist gerade noch gut, aber hier hinten unten gibt es safe das UFO und so. Wenn wir gleich das UFO werfen, das ist halt deutlich besser. So, Freunde, ich werde jetzt hier Autowurf anmachen. Wir werden noch ein paar Coins farmen. Und nebenbei hole ich mir nochmal 25.000 Robux, dass wir uns noch ein richtig krasses Robux-Haustier holen können. So, Leute, ihr glaubt gar nicht, was gerade passiert ist. Ich werfe jetzt nochmal fertig. Wir kommen auf jeden Fall schon sehr, sehr weit. Also das ist gut, aber wir haben auch 2,59 Millionen Münzen. Und ich kann jetzt hier alles freikaufen. Das kann ich kaufen, das kann ich kaufen, das kann ich nicht kaufen. Aber... Wartet mal. Oh mein Gott, Leute. Ab hier, der Baum, wenn ich den Baum habe, ist der besser als die Galaxie. Das ist halt auch das Krasse, ne? Also, die Galaxie hat leicht ausgedient. Die Galaxie ist nicht mehr das Beste. Aber das Gute ist, wir können hier noch ein paar Eier nebenbei aufmachen, theoretisch. Und, Wiedergeburt war ja ab 50 Millionen. Das dauert noch ein bisschen, aber ich kann hier... Ich hoffe, dass ich noch eine Sonne kriege. Bitte eine gute Sonne. Oder irgendwas Krasses, das wir vielleicht upgraden können. Aber so, blaue Pyramide. So, ich will jetzt mal gucken. Entwickeln. Entwickeln. Wo kann ich jetzt hier entwickeln? Wo ist... Hier ist die blaue Pyramide. Entwickeln. Ja, und jetzt? Er hat nichts gebracht, Leute. Hat nichts gebracht, glaube ich. Ich check das nicht. Mit den Entwickeln, Leute. So, grüne Pyramide. Okay, die war nicht schlecht, glaube ich. Und, ach, blaue Pyramide ist Müll. Ist egal, keine Münzen mehr. Aber guck mal hier. Yo, guck mal unsere Crew an, Leute. Ja, okay, guck mal. Ich bin jetzt gleich wieder auf 400.000 vorbei. Und ich habe noch nicht mal die Runde geworfen hier. Ich werde jetzt erstmal hier die ganzen Gewichte einsammeln.
Und dann werden wir eh ultra stark. Aber ich sage euch ehrlich, ohne Robux hier irgendwie weiterzukommen, ist, glaube ich, echt sehr, sehr hart. Wollen wir uns eins kaufen, Leute? Ich hole mir erstmal... Boah, 1 Million. 1 Million! Warte, ich hole mir erstmal das. Ich hole mir erstmal das günstige, Leute. Ihr seht, 25.000 Robux sind wieder drauf. Wir holen uns das günstigste. Let's go. 1 Million. Was? Was? Wie krass ist das denn? Wie krass ist das denn? Yo! Ich werf direkt bis zum Ende. Ich hab ins Ziel geworfen. 400.000! Was passiert, wenn ich mir das andere Ei hole? Was? Yo, was ist das denn? Das ist irgend so ein... Warte mal, ich hole mir jetzt was andere Ei hier. Das ist ja absolut crazy. Das für 3 Millionen hole ich mir noch, Leute. Ich glaube, man wird hier... Umso mehr Power man hat, umso größer wird man, oder was? Oh mein Gott. Oh, umso mehr Power, umso größer wird man. Was? Guckt euch das an. Guckt euch das an, wie weit wir werfen. Ins Ziel rein. Ohne Probleme. Ins Ziel rein. Ich kann jetzt erstmal hier Items kaufen. Boom. Da kann ich gar nicht. Warte, jetzt hier. Warte. Ey, aber wir machen immer noch relativ wenig Points. Hä? Ich sage euch ehrlich, also eigentlich müssen wir, weil wir... Hä, warte mal. Ein Rebirth, Leute. Ein Rebirth, aber dafür brauchen wir 50 Millionen. Aber wir bekommen ja jetzt jedes Mal... Wir werfen ja... Wir können ja nicht weiter werfen als 100.000. Also wir kommen zwar immer ins Ziel, aber machen halt immer 100.000, obwohl wir schon viel, viel stärker sind. Okay, das ist ein bisschen wack, muss ich sagen. Also das ist leider ein bisschen wack. Das kann ich jetzt auch kaufen. Okay, das Auto kostet 1,9 Millionen. Also das einzige... Warte mal, wie teuer ist denn das hier, Leute? 1.900... Boah, ich würde gerne einmal das holen, Leute. Das kostet nur... Kostet nur, komm. 50 Millionen Münzen, boom, jetzt. Auto weg. Baum weg. Haus weg. Rakete weg. Nuke weg. UFO weg. Pyramide. Berg. Oh mein Gott. Okay, wir haben den Berg, Leute. Wir haben den Berg. Wir haben den Berg. Und der Berg fliegt. Der Berg fliegt, Leute. Ich glaube, dadurch müssten wir jetzt eigentlich nochmal mehr machen, theoretisch. Oder 10 Mal, ja. 1 Million Münzen. 1 Million Münzen pro Wurf. Das ist stark. Ey, ich würde mir jetzt gerne nochmal das letzte Robux-Tier holen. Ey, komm, wir holen uns noch das letzte Robux-Tier, Leute. Ist egal, komm. Ist egal, wir machen es einfach. 2000 Robux nochmal ausgeben, Leute. 2000 Robux, ey. Gott, das ist eigentlich so sinnlos, weil wir sind schon so stark. Bro, es ist so sinnlos. Aber wir werden jetzt noch größer. Guckt euch an, ey. Das ist so krass. 8 Millionen. 8 Millionen. Vorbei. Ich... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Also, ich werfe direkt wieder ins Ziel. Ich kann eigentlich direkt hier... 80 Millionen braucht das nächste. Also ich muss jetzt auf... Also das Einzige, was ich jetzt halt machen kann, Leute, ist Autowurf, bis ich 50 Millionen habe. Ich kann gar nicht weiterwerfen, weil ich werfe schon die maximale Weite in dieser Welt. Ich müsste jetzt quasi die nächste Welt freischalten. Und ihr seht, ich habe so krasse OP-Haustiere. Leute, ich müsste jetzt theoretisch eigentlich nur noch durchlaufen. Also, hä, das war nicht bis zum Ende. Was ist das denn? Was ist das denn, Leute? Ja, also wir haben den Simulator mal wieder durchgespielt, Leute. Wir haben die maximal krassesten Haustiere. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, Leute, um nichts zu verpassen. Das war's gewesen. Tschö mit Ö.